Die heutigen Salzvorkommen in Nordeuropa entstanden vor ca. 260 Millionen Jahren. Am Ende des Erdzeitalters rotliegend entsteht ein Sedimentbecken mit geringen Höhenunterschieden. Dieses germanische Becken bildet nach der Überflutung durch Meerwasser das Zechsteinmeer, das große Teile Europas von England bis Russland und bis in den süddeutschen Raum bedeckt. Das Zechsteinmeer wird im Norden durch eine Barriere begrenzt, die sich vom heutigen Nordwest-Dänemark bis nach Rügen erstreckt. Diese Barriere behindert den Wasseraustausch mit dem Ozean. Das damalige heiße Klima führt durch Verdunstung zur Erhöhung des Salzgehalts. Tiere und Pflanzen im Zechsteinmeer sterben. Auch die Uferbereiche veröden. Winde wehen Staub in das Meer. Er lagert sich als dünne Tonschicht am Meeresboden ab. Mit fortschreitender Verdunstung lagern sich darauf die schwerlöslichen Bestandteile Kalk und Gips ab. Der sogenannte Anhydrit, wasserfreier Gips, entsteht. Nach Ton und Anhydrit lagert sich Steinsalz als dritte Sedimentschicht ab. Die Kalisalze als Verbindungen mit der höchsten Löslichkeit folgen. Bei Unterbrechung der Meereswasserzufuhr bilden sich dünne Sand- und Tonschichten. Damit ist der erste Zyklus der Zechsteinbildung, die sogenannte Werra-Folge, abgeschlossen. Danach findet eine weitere Absenkung des Beckens statt. Meerwasser dringt erneut ein. Der Zyklus beginnt von vorne. Es bilden sich Stassfurt, Leine und Allerfolge. Auf den Zechsteinfolgen lagern sich in den folgenden Erdzeitaltern durch Wind und Wasser transportiert Materialien ab. Es entstehen weitere Schichten. Die öde Salzwüste weicht einer blühenden Landschaft. Zu dieser Zeit, am Ende des Trias-Zeitalters, lag das Salz noch mehr oder minder eben unter einer Überdeckung aus 1500 Metern aus Ton, Sand und Kies. Es hatte damals selbst eine Mächtigkeit von 1,5 Kilometern, alles war noch ruhig. Als dann aber durch Flüsse aus einem südlich gelegenen Hochgebirge noch mehr Abtragungsschutt herantransportiert wurde und das Gewicht, das auf dem Salz lagerte, weiter anstieg, geschah etwas Unvorstellbares. Das Salz begann buchstäblich zu wandern. Aufgrund seiner geringen Dichte, also des geringeren spezifischen Gewichts, weicht es dem Überlagerungsdruck aus und wandert dorthin, wo dieser Druck geringer ist. Zuerst entsteht nur eine leichte Aufwölbung, hier in der Mitte des Bildes schon erkennbar. Jetzt ist das zuvor bestehende labile Gleichgewicht gestört. Die Salzbewegung beschleunigt sich und das Salz steigt am höchsten Punkt der Aufwölbung weiter auf. An den Seiten, wo das Salz abwandert, entstehen gleichzeitig Senken. Diese werden mit weiterhin aus dem Hochgebirge herantransportierten Schuttmassen gefüllt. Dadurch erhöht sich randlich der Druck auf das Salz und der Salzaufstieg geht beschleunigt voran. Das Ganze ist also ein Prozess, der sich selbst verstärkt. Wir sind im Zeitalter der Oberkreide, als es vor etwa 70 Millionen Jahren hier in unserem Raum ein warmes tropisches Meer gab. Die Kreidegeschichten, grün dargestellt, überlagern alle älteren Schichten. Nur das Zechsteinsalz, das inzwischen weiter aufgestiegen ist, durchspießt die Oberkreideschichten. Noch einmal ein Zeitsprung bis heute. Jüngere Schichten aus dem Tertiär und der Jetztzeit überlagern das Salz, sind aber über dem Soltauer Salzstock so dünn, dass wir mit Recht behaupten können, dass das Salz hier direkt unter der Oberfläche liegt. Die Salzquellen im Stadtgebiet bezeugen das. Nur wenige Zehnermeter Schutt aus der Eiszeit liegen auf dem Salz. Alle 5 Bilder hintereinander abgespielt geben einen Eindruck, wie der Soltauer Salzstock im Verlauf der Erdgeschichte aus der Tiefe aufgestiegen ist und die jüngeren geologischen Schichten von unten her durchspießt. Werfen wir einen Blick auf die Landkarte von Soltau und umzu,
Nördlich des Stadtzentrums ist in blassrosa die Ausdehnung des Salzstockes zu erkennen. Jetzt nehmen wir als erstes die topografische Karte weg und dann die jüngsten geologischen Schichten, die als oberste Ablagerung alle älteren Schichten verdecken. In grüner Farbe sind wieder die Schichten aus der Kreidezeit dargestellt und wir sehen noch einmal, wie an einigen Stellen das Steinsalz durch diese Ablagerung regelrecht hindurchspießt. Mit einem weiteren Trick nehmen wir nun noch alle anderen Schichten weg, die auf dem Salz liegen, und erkennen, wie die Salzstrukturen im Raum liegen. Der Soltauer Salzstock ist aus einer Tiefe von mehr als 4 Kilometern aufgestiegen. Wie ein Sockel kommt er aus der Tiefe. Randlich, außen darum, hat er einen breiten Fuß. Vielleicht ist darin noch genug Salz vorhanden, sodass sich der Salzaufstieg irgendwann noch weiter fortsetzt. Das ist allerdings im Moment nicht zu beobachten. Er ist heute im Gleichgewicht mit seiner Umgebung und deshalb stabil. Im Verhältnis zur Größe unseres Salzstockes ist die Menge an gelöstem Salz, das er über unsere Salzquellen verliert, unerheblich. Viele tausend Tonnen Salz liegen noch unter unseren Füßen und werden die Soltauer Salzquellen noch speisen, wenn schon längst ein neues geologisches Zeitalter angebrochen sein wird.